Was wäre gewesen, wenn Union so gestartet wäre, wie sie in die zweite Halbzeit reingelaufen wären? Ja gut, das ist jetzt schon sehr viel Konjunktiv, ne? Ja. Dann könnte man jedes Spiel in der Vergangenheit nochmal durchgehen. Wenn wir heute so gestartet wären, wenn wir am Mittwoch so gestartet wären wie heute, dann hätten wir vielleicht die Diskussion im Lande nicht gehabt. Aber nee, so ist Fußball. So ein Spiel über 90 Minuten hat ja immer wieder verschiedene Phasen. Und das macht das Spiel insgesamt so interessant und hängt so viel Herzblut dran von Zuschauern und Spielern, weil es eben viel auf und ab gibt. Und es war ein hart umkämpftes 5:2, aber trotzdem natürlich aus meiner Sicht mit deutlichem Vorteil für